da lag er vor uns, Lago Iseo. Warum sind wir hingefahren? Weil vor 5 Jahren Christo den See erschlossen hat und Brücken über den See gebaut hat, die für 14 Tage ausgestellt waren. 39. Dienstag. Wir fahren am Iseo-See lang. Sulzano am Morgen. Wir sind in Sarnico. Kleine Stadt am unteren Teil des Iseo-Sees. Passieren den Fluss, der den Iseo-See ableitet oder zuführt. Sarnico. Und das war unser Ziel, die Riva Bootswerft. Eine weltbekannte Werft, die Luxusboote baut. Hier wollten wir einmal gutes Handwerk sehen. Wir hatten uns angemeldet und durften deshalb ohne große Aufsicht die ganze Fabrik einmal besichtigen. Direkt am See. Wir sind jetzt am Lago di Seo, haben die Riva-Werft besichtigt und fahren jetzt Richtung Idrosee. 150 Kilometer, das Wetter geht, aber die Sonne muss noch rauskommen. Wir kommen nach Predore am Iseo-See. Haben 160 Kilometer bis Riva. Kurvenreiche Strecke gewählt. Die linke Seite des Sees ist definitiv die schönere. Mit vielen engen Straßen. Wir fahren jetzt den Iseo-See hoch. Von der Riva Bootswerft Richtung Gardasee. Oben werden wir nach Lovere kommen. Wir kommen nach Lovere, malerische Kleinstadt am Iseo-See, Passo Tonale. Verschiedene Pässe fährt man auf dem Weg. Passo Croce Domini. Zum Gardasee. Passo Croce Domini ist einer der unbekannteren. Aber ein sehr schöner Pass mit vielen, vielen Kurven und kaum von Autos besucht. Die Passstraße sei schmal. Die Zufahrt war auch schon schmal. Streckenweise ging die Temperatur runter bis auf 0 Grad und wir waren unsicher, ob wir Eis oder Salz auf der Straße sehen. Deshalb waren wir insgesamt etwas vorsichtiger. Oben angekommen. Wunderbarer Blick über die Strecke, die wir gefahren sind. Er ist auch da. Ein bisschen kalt ist uns geworden. Zum Glück gab es in der Hütte einen schönen Espresso. Aus diesem Tal waren wir gekommen. Und dahin wollten wir fahren. Der Gardasee noch etwa 80 Kilometer entfernt. Redwood Forest, the Gulf Stream wide.
Und da ist sie, die Passhöhe. Doch zunächst der Cappuccino und der Kaffee. Wir verlassen die Passhöhe. Die Straße wird etwas unbefestigter. Oh, schöner Blick. Aber die Ausblicke sind sensationell. Die ersten Regenwolken kündigen sich an. Aber es bleibt trocken. Fast besser als Passo di Gavia. Schönes Tal. Es geht bergab durch Nadel- und Laubwälder. Und dann kommen schönste sie. Schönste Straßen, wahrscheinlich von der EU gefördert. Die ersten kleinen italienischen Dörfchen. Die Straße wird weiter. Da! Und wir sind am Lago di Idro. Das wollten wir eigentlich besichtigen. Rocca di Anfo, eine militärische Festungsanlage. Leider hatte sie an diesem Wochentag zu. Also blieb uns nur der Ansatz, uns das Ganze von oben und von der Seite anzuschauen. 300 Meter Flughöhe über dem Idrosee. Der Blick zurück. Und wir hatten uns eigentlich vorgenommen, die Serpentinen zur Befestigung unserer Anlage hochzuklettern. Trotz Nachfrage bei der Italienerin am Eingang keine Möglichkeit. Also blieb es bei dieser virtuellen Besichtigung. Windstille über dem See. Zunächst sind wir einige Kilometer in der falschen Richtung gefahren. Wir fahren am Idrosee entlang. Wollten Rocca di Anfo, ein Militärkastell, besuchen. War leider zu. Und dann haben wir es irgendwann kapiert. Wir mussten umdrehen. Westliche Strecke nach Riva, kein Problem. Gut ausgebaut, weite geschwungene Kurven, kaum Verkehr. Ja, geht schon. Entscheiden, wir haben noch 10 Kilometer, sagen wir so. Lohnt eigentlich nicht. Und dann ließen wir die Vernunft walten und haben nicht überholt. 16 Uhr, es hat sich etwas zugezogen, Wind ist keiner, aber das Wetter ist trocken. Mehr wollten wir gar nicht. 30 Jahre, 35 Jahre, wo wir hier waren. Riva del Garda war auch bei uns beliebt und wir sind dann in die Stadt gegangen, wollten den Glockenturm besuchen und einmal gut zu Abend essen. Alles kein Problem. Ja.
Burg von Riva. Und da ist er, der Glockenturm. In Riva del Garda. Ich gehe jetzt nicht los. Ganz oben angekommen. Die Sonne geht allmählich unter. Fast ein bisschen die Drohnensicht. Also nach 5 abends, noch eine Stunde vom Sonnenuntergang entfernt. Es riecht hier oben nach Essen. Man glaubt, es kommt. Thank you.